ausruhen kann ich mich gleich auf der Mantis. Brauche ich jetzt hier nicht. Bin gleich da. Okay, aber jetzt geht's weiter nach Datomir. Mit Speichern und Ausruhen. Also der Ausflug hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mit 2 Stimbehältern und 2 neuen Skills. So, ich wollte jetzt beim Schalter mal gucken. Warum ist das Holz so extrem hell? Das hier drin überhaupt eingeschaltet, ohne oben die Decke kaputt zu machen. Jetzt wohl hin. Auf nach Datomir. Wenn der Orden wieder existiert, kommen dann die Jedi aus ihren Verstecken? Wie kommen Sie darauf, dass es Jedi gibt, die sich verstecken? Na, nur Neugier. Denken Sie dabei an jemanden Speziellen? Als wir aufwuchsen, gab es Geschichten über einen grünen, spitzohrigen, legendären Jedi-Meister und... Reden Sie von Meister Yoda? Ja. Der ist wirklich eine Legende. Moment, was? Wer? Nein, nein! Ich rede von Meisterin Yaddle. Aus dem Hohen Rat der Jedi, meinen Sie? Ja, wir haben alle unsere Träume, okay? Lassen Sie mir meine. Kein Problem. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Kerl, hast du kurz Zeit? Klar. Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sia. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Habe ich hier irgendwo eine Abkürzung schon freigeschaltet? Die Tür kriege ich noch nicht auf.
Da hinten kommen wir jetzt durch, okay. Jetzt muss ich hier natürlich wie gegen irgendwelche Schwestern der Nacht kämpfen, ne? Brüder, ein Eindringling! Brüder der Nacht. Vorrücken! Da bleibt man können. Ich könnte einen Stim gebrauchen. Brünchen. Gerade rechtzeitig. Die Stims nehme ich trotzdem noch mit. Das sind andere Gegner, das muss ich erstmal wieder dran gewöhnen hier. Ein Feind unter uns! Na, wo ist denn jetzt? Du hast jetzt einige Upgrades. Du wirst mehr brauchen als eine Waffe, um Datumirs Gefahren zu bezwingen. Woher okay. Wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Und muss es etwas bedeuten? Viele große Geister haben sich verloren auf der Suche nach Ordnung. Ich muss mal los. Vielleicht muss ich deine Brüder enttäuschen. Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Was? Sterb! Ah! Da hätte ich nicht ausweichen können. Es gibt ja so eine Kletterausrüstung, okay. Das geschafft. Mit ihr erlebt man was. Nach unten? Jetzt nicht weiter.
Wie, die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Wie komme ich hier wieder weg? Ach, da geht's noch weiter. Moment. Völlig sinnlos hauen lassen von den Viechern. Aber es ist nicht der Durchgang, sondern der hier drüben, ne? Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein, er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Hey. Blöde Zombie-Schwestern. Lass mal sehen. Ich höre dich, BD. Zeig mal. Das ist viel besser. Verlasse diesen Ort. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Ja, die machen ganz schön viel Schaden, die Mistviecher. Lass mich da lang hangeln. Ich wette, über mir ist so eine komische Spinne schon wieder. Ja, da oben. Ich sehe sie doch schon. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Du wirst für ihren Tod bezahlen. Hallo. BD, ich brauche Hilfe. Kann ich das bisschen rüberschmeißen? Ich möchte gerne auf die Spinne werfen. Wie schafft es diese Schwester der Nacht, uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment, hast du überhaupt Zehen? Was ist das für eine fliegende Kreatur? Was? Wo? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Ach, da drüben. Die Biester sind zu schnell für meine Waffe. Ich kann sie problemlos erlegen. Was? Ich habe ihn nur wütend gemacht. Wer redet denn da? Ah.
Das ist eine Abkürzung. Geht's dir gut, BD? Freut mich. Ja, sehen wir es uns an. Macht und Kontrolle, okay. Ich hole mal wieder ein paar Stims. Und hier oben zwar wieder die Spinnen. Ausrüstung klettern. Brüder der Nachtrunen, meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Ich meine, wir nähern uns mal mit zumindest drei Brüdern der Nacht. Holt euch den Eindringling! Nein. Okay. Hey, 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 ich habe ausweichen gedrückt. Verhindert, dass er sich bewegt! Schaff doch weh! Blute Ungeziefer! Er zieht sich zurück! Angriff! Komm her. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Hallo! Oh, das ist... Ja, dann... Wollt ihr denn verhindern, dass ich euch ausweiche? Bereite dich auf den Tod vor. Na los, verschwindet! Hier wurde jemand gejagt. Okay, finde ich hier noch einen Abtrünnigen oder was? Oder wer wurde hier gejagt? Ein Eindringling. Ah, ich
denke mich dran, dass es in die Richtung geht, in die er gerade guckt. Komm, schieß noch mal. So, ihr habt also Spinnen als Haustiere gehalten, oder was? Was will ich denn eigentlich als nächstes skillen? Gesundheit haben wir hier. Nochmal Gesundheit. Plötzlich Leben generieren. Was haben wir hier? Doppelklingenlichtschwert, Doppelklingenlichtschwert, Doppelklingenlichtschwert. Die 4 Punkte werde ich mir erstmal sparen. Auf der Freundschaft. Jens füllt deine Machtanzeige mit seinen Stimmbehältern vollständig auf. Also hier drüben in dem Bereich werde ich mich erstmal bewegen. Als nächstes, glaube ich, wird vielleicht sogar damit anfangen. Die Macht auch mit den Stims auffüllen. Schon sein, aber offensichtlich war es ja sehr erfolgreich. Geh zurück, Jedi. Das sieht schon wieder aus wie so eine Arena. Hallo! Ey, dass man da nicht rauskommt, verdammte Scheiße. Noch ein Stück. Hey! Blödes Mistvieh, gib mir noch einen mit, obwohl er schon tot ist, oder was? Sein hier. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Niederer Nidak. Hier drüben komme ich noch nicht raus, weil ich hier noch nicht klettern kann, los. Ja.
sind Opfer, um ein Exempel zu statuieren. Okay. Hier müssen die Nachtbrüder leben. Dadurch? Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Ja, das passt. Du musst dich schon mehr anstrengen. Hey, 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 geht's noch da oben? Können wir bitte normal schießen? Ich möchte hier nicht rumlaufen. Ein bisschen Angst, dass es mir die Stiefel zerätzt.